Ich wünsche, dass alle meine Anhänger eine Zeit des Fastens halten, und zwar ab dem kommenden Montag bis 15.30 Uhr am Karfreitag. Freitag, 22. März 2013, 21.45 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, ich wünsche, dass alle meine Anhänger eine Zeit des Fastens halten, und zwar ab dem kommenden Montag bis 15.30 Uhr am Karfreitag. Selbst ein kleines Zeichen des Fastens wird, für euch alle, einen Einblick in meinen Heilsplan abwerfen und euch erkennen lassen, wie ihr mir helfen könnt, die Seelen aller Sünder zu retten. Es ist durch das Fasten, dass ihr wieder heil werdet. Durch die Reinigung eures Leibes wird euer Geist erneuert werden. Ich wünsche auch, dass ihr das Sakrament der Beichte empfangt, oder welche Form der Versöhnung euch zur Verfügung steht. Bitte, wenn ihr dieses Sakrament nicht empfangen könnt, dann nehmt das Geschenk meines vollkommenen Ablasses an, das ich euch vor einiger Zeit gegeben habe. Dienstag, 31. Januar 2012, 21.30 Uhr. Ihr müsst folgendes Gebet, K24, an 7 aufeinanderfolgenden Tagen sprechen, damit euch das Geschenk der totalen Absolution und die Kraft des Heiligen Geistes gegeben werden. O mein Jesus, du bist das Licht der Erde, du bist die Flamme, die alle Seelen berührt. Deine Barmherzigkeit und deine Liebe kennen keine Grenzen. Wir sind des Opfers nicht würdig, das du durch deinen Tod am Kreuz gebracht hast. Doch wissen wir, dass deine Liebe zu uns größer ist als die Liebe, die wir für dich haben. Gewähre uns, o Herr, das Geschenk der Demut, so dass wir deines neuen Königreiches würdig werden. Erfülle uns mit dem Heiligen Geist, damit wir voranschreiten und deine Armee anführen können, um die Wahrheit deines heiligen Wortes öffentlich zu verkünden, und damit wir unsere Brüder und Schwestern auf die Herrlichkeit deines zweiten Kommens auf Erden vorbereiten können. Wir ehren dich. Wir loben dich. Wir bieten uns selbst, unseren Kummer, unsere Leiden als ein Geschenk an dich an, um Seelen zu retten. Wir lieben dich, Jesus. Habe Erbarmen mit all deinen Kindern, wo auch immer sie sein mögen. Amen. Dann wünsche ich, dass ihr euch mit mir im Geiste vereint, als ob ihr mit meinen Aposteln bei meinem letzten Abendmahl anwesend wärt. Ihr werdet mit mir das ungesäuerte Brot teilen und mit mir an meinem Tisch speisen. Ihr, meine Anhänger, könnt mit mir meinen Kelch des Leidens teilen, aus eurem eigenen freien Willen, solltet ihr mein Angebot annehmen. Wenn ihr dieses annehmen könnt, werdet ihr, als Sühne für die Sünden der sterblichen Menschen, Millionen von Seelen retten. Ich werde den verhärtetsten Sündern Barmherzigkeit gewähren, als Dank für euer Geschenk des Leidens. Hier ist das Kreuz zu Gebet für euch. Wenn ihr an meinem Kelch des Leidens teilhaben möchtet, bitte dieses dreimal, wenn ihr könnt, aber vorzugsweise während jeder Zeit des Fastens. Kreuz zu Gebet, 103, um den Kelch des Leidens mit Christus zu teilen. Ich liege vor deinem Angesichte, lieber Jesus, und zu deinen Füßen, um das zu tun, was du mit mir willst, zum Wohle aller. Lass mich an deinem Kelch des Leidens teilhaben. Nimm dieses Geschenk von mir an, damit du diese armen Seelen, die verloren sind und keine Hoffnung haben, retten kannst. Nimm mich, im Leibe, damit ich an deinem Schmerz teilhaben kann. Halte mein Herz in deinen heiligen Händen und bringe meine Seele in Einheit mit dir. Durch mein Geschenk des Leidens erlaube ich deiner göttlichen Gegenwart, meine Seele zu umarmen, damit du alle Sünder erlösen und alle Kinder Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit vereinen kannst. Amen. Dieses Opfer eurerseits, das ihr mir, Jesus Christus, dem Erlöser der ganzen Menschheit, darbietet, wird es mir ermöglichen, meine große Barmherzigkeit über die ganze Welt auszugießen. Noch wichtiger ist, ich werde sogar diejenigen retten, die mich hassen. Eure Gebete und euer Opfer sind ihre einzige Rettung, denn ohne diese würden sie vom Teufel vernichtet werden. Wenn ihr dieses Leiden ertragen möchtet, werde ich euch große Gnaden gewähren, und ich bitte euch, dass ihr mit mir meine Reise fortsetzt, um die Welt aus ihrem Schlummer zu erwecken und ich so den Schleier der Täuschung lüften kann, der sie bedeckt. Euer Jesus.